Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials zum Thema Nightbot. Wir sind immer noch in unserer Serie Twitch-Chatbots und in diesem zweiten Teil möchte ich mich mit dem Nightbot befassen. Und zwar geht es heute hier um den Song Request. Was ist der Song Request? Also das heißt eigentlich eher, es ist so eine Auto-DJ-Funktion. Wenn ihr euch im Dashboard eures Nightbots anmeldet, könnt ihr hier runterscrollen und dann bekommt ihr zu dem Punkt Song Request. Ihr habt die Möglichkeit, nicht ihr selber, ihr auch natürlich, eure User und eure Viewer, die im Chat aktiv sind, können quasi eine Playlist erzeugen, die mit YouTube-Links funktioniert und jeder User kann zwei verschiedene Wünsche äußern und dann eben eintragen in den DJ und dann laufen seine Musik, die er auf dem Stream bei euch sehen möchte, eben auch automatisiert über den Nightbot ab. Wie funktioniert das Ganze? Ihr macht euch einfach hier ein weiteres Fenster auf von dem Auto-DJ. Ganz ist ganz wichtig, dieses Fenster darf nicht geschlossen werden. Wenn dieses Fenster zu ist, kann die Musikwiedergabe nicht funktionieren. Das ist quasi nur eine Art YouTube-Plugin, was hier einfach als eingebettete Anwendung ist. Und ihr gibt dem Bot quasi die Fähigkeit, eine Playlist zu erzeugen, die er wiedergibt. Hier würde jetzt normalerweise Musik laufen, ich habe das jetzt weggemacht. Weil ich möchte ja nicht, dass hier Musik läuft, ja, sonst habe ich wieder nur Probleme mit YouTube. Also lasse ich das. Wenn ihr hier nichts eintragt, wird automatisch randomisierte Musik gespielt, ja. Also man kann Musik quasi wiedergeben auch darüber. Ich nutze das nicht, ich nutze YouTube sehr selten für Musik. Ich habe das in Spotify oder eben auf meiner normalen lokalen Playlist alles drin. Ihr könnt hier Hotkeys benutzen, also ihr könnt quasi mit Hotkeys, ihr braucht hier nicht weiter und skippen und sowas drücken, ihr könnt das alles hier mit Alt und einer Pfeiltaste kombinieren und ihr könnt das eben auch für OBS darin einbinden, dass man einmal so eine Songlist quasi hat, was läuft da gerade und eben auch aus dem Windows Desktop weiter tappen zu können. Jetzt wollt ihr wissen, wie klappt das? Also, man könnte hingehen und entweder manuell Musik erstmal anlegen. Ja, da bin ich schon. Gehen wir mal auf Managed Song Request. So wäre das quasi das Format. Hier seht ihr jetzt in dem Bereich Managed Song Requests. Man kann hier unten, das kann ich selber, eine eigene Playlist quasi erzeugen, wo ich meine eigenen Sachen eintrage. Wie funktioniert das Ganze? Ich drücke hier unten auf Add New Song. Muss dann die Video-URL oder die gesamte URL eingeben. Ja, wie funktioniert das? Ich habe jetzt hier einfach mal ein Liedstück rausgesucht. Ihr könnt entweder das hier, was nach dem Gleichheitszeichen kommt. Also ihr habt ja so einen ganz normalen youtube.com/watch-irgendwas-string und dann hier hinten, das ist quasi die Bezeichnung für das Lied. Wenn ihr das jetzt per Steuerung C kopiert und dann hier in den Bot einfügt, dann hat er ein neues Lied hinzugefügt. Ja, steht da Dubstep, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwas genommen. Ich nehme jetzt hier das nächste. Ich nehme das zweite hier wieder irgendwie sowas. Das ist gemutet, weil ich will hier keine Musik hören. Könnte auch sagen, ich nehme alles und füge das da ein. Das geht auch. Ja, das ist also dem Programm relativ egal, ob ihr jetzt nur den String anlegt oder ob ihr das ganze Lied anlegt. Er fügt das hier hinzu. Also man kann sich da nicht vertun, jemand, der entweder den ganzen Link hier kopiert, also das könnt nur ihr, ja, nochmal. Wer kann hierauf zugreifen? Jeder, der einmal der Eigentümer von dem Bot ist oder ihr gebt hier quasi die Möglichkeit frei, jemanden hier zum Editor zu machen. Dann kann man auch im Bot diese Sachen ergänzen. Ich werde da immer sehr vorsichtig mit sein. Ich habe mir quasi erstmal eine Playlist hier angezeigt und jeder User kann dann zwei eigene Lieder hier hinzufügen. Jetzt habe ich gesagt, jeder User, das ist nicht ganz korrekt, denn ihr seht, hier oben steht jetzt was. Man kann das auch wieder begrenzen. Wer kann Musik hinzufügen? Wenn ich quasi so ein User-Level definiere, wenn ich das auf Off stelle, dann kann jeder Musik hinzufügen. Ja? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir machen das einmal, damit ihr das einmal sehen könnt. Kopieren wir mal eben diesen String. Ich gehe in meinen Chat und tippe das jetzt mal ein. Und anstatt Type mache ich jetzt hier, wie war das? Off, ne? Off. Jetzt gibt mir der Nightbot
die Antwort. Na, jeder kann jetzt einen Link schicken oder eine Musik in die Liste hinzufügen. Und das gibt er mir quasi, quittiert er mir hier. Ich kann das begrenzen, dass das nur die Moderatoren können, dass das nur die Regulars können, dass das nur Subscriber sind, wenn ihr einen Subscriber-Status habt bei eurem Twitch-Channel, oder eben jeder. Ich habe jetzt gesagt, jeder kann was machen. Wie funktioniert das Ganze dann? Ihr könnt euch erstmal natürlich hier wieder das einmal anzeigen lassen. Song Request. Dann müsste jetzt eine Hilfe angekommen und jetzt sagt er mir, da fehlt was. Klar fehlt da was, weil ich muss natürlich eine Leertaste machen und mir irgendein Lied hier raussuchen. Entweder nehme ich jetzt diese ID hier, ja, gehe dann in meinen Chat, habe jetzt hier Ausrufungszeichen Song Request und schreibe dann die ID dahinter. Dann sagt er, ich habe schon zwei. Menno, jetzt habe ich mich wieder verausgetrickst. Ich muss den anderen Account benutzen. Mensch, du musst aufpassen. Also, ihr habt natürlich schon, ne, das ist der Haken, der weiß jetzt, ich habe schon zwei Lieder hinzugefügt. Ich muss mal eben einen zweiten Account mich anmelden. Dann kann ich das weiter simulieren. Kleine Pause. Stück hinzufügen. Ich bin hier auf einem anderen Bildschirm, aber ich muss quasi das gleiche hinschreiben wie davor auch. Also ich schreibe Song, Request und dann gebe ich entweder die ID ein. Ich nehme jetzt hier das meinetwegen. Einfügen. Falsch rum. Ja, was nehmen wir? Ich nehme das hier. Kopieren. Und hier einfügen. Und ihr wollt natürlich sehen, was hier passiert. Dann gehe ich wieder auf mein normales Dashboard und ich bin auf dem zweiten Monitor und gebe jetzt das ein. Jetzt steht da halt Song Request, dieses Titelstück. Also. Ja, und jetzt sagt er, ja, super, das Lied davon, weiß ich nicht, Barbara Windsor, Liquid Dubstep Dance, keine Ahnung, ist jetzt in die Liste hinzugefügt worden. Das kann ich jetzt nochmal machen. Nehmen wir jetzt wieder ein weiteres Liedstück, keine Ahnung, nehmen wir das hier. Kopiere das wieder alles, das Endstück hier, beziehungsweise... Ich kann nochmal das ganze Stück nehmen. Das geht halt auch. Und schreibe wieder hin Song Request. Und füge das Stück ein. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ihr jetzt nur das Ende hier quasi benutzt, sondern im Song Request kann man auch das gesamte Stück verwenden hier. Ich gebe eine Sache hierbei zu bedenken. Und das müsst ihr beachten. Ich nutze in meinem Fall jetzt zwei Bots, weil der Nightbot ist jetzt hier für mich, um mir das Tutorial zu machen, und der Mobot, das ist mein Standardbot. Wenn ihr sowohl in den Bot-Settings, also wenn ihr hier bei Spam Protection zum Beispiel, siehe erstes Video, den Link, das verbietet, Links zu posten oder die YouTube-Link, youtube.com/Sternchen, also mit einer Wildcard versehen, nicht erlaubt, kann das passieren, dass wenn ich diesen Link posten würde, also nicht nur das Ende, nicht nur die ID, sondern den ganzen Link, dass mich jetzt der Bot löscht und bannt. Ja, also der verbannt mich erst, gibt mir ein Timeout, weil das ist ein Link und das quasi jetzt sagt, oh, du kannst aber nicht einen Link posten, das darfst du nicht. Darauf müsst ihr achten. In beiden Bots. Wie man das bei Mobot macht, könnt ihr in meiner Mobot-Tutorial-Reihe Twitch-Chatbots zum Thema Mobot sehen. Und da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das gebe ich eben zu bedenken, ja. Jetzt habe ich zweimal einen Link gepostet. Und jetzt bin ich dreist und sage immer, hier, ich will nochmal ein Liedstück posten. Und wir nehmen jetzt das hier. Ich mache mir das wieder einfach. Ich nehme das Endstück. Das hat der böse Tuffy nicht schon wieder ein Lied gewünscht. Jetzt sagt mir der Nightbot, hör mal, Junge, du hast schon zwei Lieder gewünscht. Das ist limitiert. Also jeder User kann nur zwei Lieder hinzufügen. Dass nicht quasi einer sagt, ich mache meine komplette Playlist damit voll. Ja, das wird quasi damit begrenzt. Jetzt gehen wir hier nochmal in den Auto-DJ, beziehungsweise nicht in den Auto-DJ, sondern wenn ihr hier bei Auto-DJ auf die Songlist drückt, im Nightbot, dann habt ihr diese Lieder jetzt hier drin. Ja.
kann die auch Lieder löschen. Also wenn mir jetzt was nicht gefällt, kann ich die hier rausschmeißen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich schmeiß das raus und ich schmeiß das wieder vom Tuffy hier raus, dann kann er jetzt das meinetwegen hier hinzufügen, indem er sich das Lied nochmal wünscht. Ich kopiere das nochmal und füge es nochmal ein. Drücke ja jetzt Enter. Jetzt wünscht er sich das Lied nochmal. Oh, ist da ein Leertasten vor? Dann kann er natürlich wieder Lieder hinzufügen. Ja? Also diese Begrenzung auf 2 bezieht sich immer darauf, was in dem Auto-DJ hier unter der Musiklist quasi steht. Eben updaten, F5 drücken. Also soweit der Tuffy SC2 hier nur 2 Lieder drin hat, kann er hier Lieder hinzufügen. Man kann das auch ausschalten, dass man quasi gar nicht mehr diese Möglichkeit hat, hier den Song Request zu machen. Ich kann den also auch disablen. Dann müsste ich das hier halt nur so reinschreiben. Wenn ich den Disable Song Request gleich True setze, dann geht das nicht mehr. Die weiteren Kommandos hierzu könnt ihr euch auch wieder hier ganz normal bei Nightbot Comments angucken, wenn ihr das eben wissen wollt, wie das funktioniert. Song Request Commands hier. Da könnt ihr also einmal sagen, man kann, wenn man nur Current Song angibt, dann zeigt er das an, was da gerade läuft, ja, welches Lied da gerade läuft, was also hier jetzt wiedergegeben wird, wenn ich das hier starte und ich jetzt mal Alt und nach rechts drücke, dann skippt er das und er nimmt mal ein neues Lied, keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht hier, er ist großer Tänzer und man kann eben darüber auch Sachen steuern. Was man hier, man kann hier wieder ganz viele tolle Sachen machen. Ihr müsst gucken, ob ihr das benutzt. Man kann quasi auch so eine Veto-Liste machen, indem man zum Beispiel sagt, das Lied möchte ich nicht. Und wenn eine gewisse Anzahl der Leute das Lied vetoen, dann wird es quasi nicht mehr gespielt. Man kann skippen. Also man kann quasi sagen, er soll das Lied überspringen. Man kann auch quasi sagen, wie oft kann ich das skippen? Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, nee, skip, 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 skip. Das bringt dann wieder nichts, weil das will man nicht unbedingt. Was kann er wiedergeben? Er kann halt Soundcloud-Sachen wiedergeben und er kann YouTube-Links wiedergeben. Und man kann natürlich auch die Lautstärke nochmal für mich als Moderator in dem Chat eingeben. Das können allerdings auch hier wieder eure Leute sagen, falls die sagen, die Musik ist zu laut. Das ist ja vielleicht ganz praktisch. Dann kann man im Stream sagen, indem ich jetzt hier Volume eintippe und ich sage das jetzt mal auf 20. Dann wird die Lautstärke auf 20% gesetzt. Ja, das will ich aber nicht, weil dann läuft die Musik hier an. Ja, ich habe die Lautstärke gerade selber hier auf 0 gemacht, aber ihr könnt quasi auf dem Stream die Zuschauer auf dem Stream die Lautstärke anpassen. Was gibt es noch zu beachten? Eine Sache finde ich persönlich noch wichtig. Ihr kennt das vielleicht. Ich nehme jetzt hier ein Musikstück, keine Ahnung, Pink Floyd, nehmen wir mal. Das fällt mir gerade ein. Pink Floyd und wir nehmen mal Echos. Ja, das ist ein Musikstück, das geht geschlagene 24 Minuten lang, weil das ist großartige Musik. Und jetzt kommt jemand auf die Idee und sagt: Ja, geil, ich mache dem Tuffy einfach mal eine Musikplaylist, die eine Stunde geht, indem ich so ein ganzes Album verlinke oder so eine Live-Version von so einem Lied oder von irgendeinem Konzertmitschnitt oder was auch immer. Ich versuche das jetzt mal, ich kopiere mir das mal und ich möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn der böse Tuffy SC2, in dem Fall ich mit meinem zweiten Account, und jetzt sagt der böse Bot, nein, der Bot ist der mein Freund, der Bot ist der Chef, das Video ist zu lang, das kannst du nicht hochladen. Ja, wir können nicht 25 Minuten lang, 10 Minuten lang ein Musikstück hören lassen, da gibt es also Grenzen. Solange die in dem üblichen Rahmen liegen, 4 Minuten, 5 Minuten, ist das alles kein Problem. Aber wenn ihr versucht, hier was länger als 10 Minuten hochzuladen, dann wird der Bot sagen, das geht so nicht. Ja, lässt das nicht zu. Das ist im Grunde die Sache mit dem guten Bot hier. Spielt ein bisschen damit. Spielt ein bisschen damit, was man hier machen kann. Man kann auch, ihr müsst euch diese ganzen Comments hier mal durchlesen, was man hier alles machen kann. Man kann eben skippen, man kann sich auch dagegen wehren, was aus so ein Veto-Poll machen. Man kann das Lied eins weitermachen, man kann die Lautstärke anpassen. Man kann sagen, ich möchte nur Musik von meiner Personal Playlist abgespielt bekommen. Ja, das kann man also auch sagen. Ich kann jetzt hier meine Musik reinfügen, die kann nur ich editieren. Und wenn ich dann mal irgendwann es leid bin, dass meine lieben Stammzuschauer hier sagen, sie wollen Dubstep hören,
und ich möchte was anderes hören, dann sage ich einfach, kein Problem, ich schalte das aus, indem ich sage, ich möchte nur noch Musik von meiner eigenen Songlist wiedergeben. Wichtig nochmal zusammengefasst, das Fenster hier vom Auto-DJ, das muss immer offen bleiben. Das dürft ihr nicht schließen, also macht euch einen neuen Tab raus. Ihr könnt das anhalten, ihr könnt das mit Hotkeys machen oder eben hier auch mit den Windows-Hotkeys, dass ihr quasi vom Desktop das aus steuern könnt. Ansonsten nutzt das, bedenkt, es gibt eine Begrenzung an Anzahl der Lieder, das ist 2 pro User. Es gibt eine Begrenzung der Laufzeit der Lieder, das ist 10 Minuten. Und bedenkt natürlich, dass es schwierig sein kann, wenn man sagt, das ist Musik, die urheberrechtlich geschützt ist, die ihr auf eurem Stream abspielt. Der nächste Teil des Tutorials zum Thema Nightbot, ich mache kurz Vorschau, wird sich wieder um die Thema Giveaways befassen, also Sachen, die ich jetzt hier noch nicht gemacht habe. Aber das Thema Auto-DJ, das kriege ich oft als Anfrage, mach doch mal ein Tutorial dazu. Dem bin ich jetzt nachgekommen und ich denke, das ist für euch relativ einfach und verständlich. Nach dem ersten Teil kann man hier weitere Sachen machen. Ihr könnt auch natürlich vielleicht das ganz zum Schluss, ihr könnt hier als individuelles Comment eine Bezeichnung machen, dass ihr jetzt so diesen Song Request benutzen kann, dass man also quasi hier einen Hinweis gibt, hier Auto-DJ, wie funktioniert das? Und das Einfachste ist einfach, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal Ausrufungszeichen Song Request hier posten lässt, automatisch. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten. Bei Fragen und Dingen, die ihr nicht ganz verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Über einen Daumen hoch oder ein Follow würde ich mich freuen. Ich mache, wie gesagt, hier auf YouTube verschiedene Tutorials zum Thema Twitch und zum Thema Chatbots und bin da bestrebt, auf eure Wünsche und eure Anfragen einzugehen und wie ich die Zeit finde, das für euch zu streamen. In diesem Sinne, macht's gut und ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß mit dem Nightbot.